50 languages. Einundachtzig. Past tense 1. Vergangenheit 1. To write. Schreiben. He wrote a letter. Er schrieb einen Brief. And she wrote a card. Und sie schrieb eine Karte. To read. Lesen. He read a magazine. Er las eine Illustrierte. And she read a book. Und sie las ein Buch. To take. Nehmen. He took a cigarette. Er nahm eine Zigarette. She took a piece of chocolate. Sie nahm ein Stück Schokolade. He was disloyal, but she was loyal. Er war untreu, aber sie war treu. He was lazy, but she was hard working. Er war faul, aber sie war fleißig. He was poor, but she was rich. Er war arm, aber sie war reich. He had no money, only debts. Er hatte kein Geld, sondern Schulden. He had no luck, only bad luck. Er hatte kein Glück, sondern Pech. He had no success, only failure. Er hatte keinen Erfolg, sondern Misserfolg. He was not satisfied, but dissatisfied. Er war nicht zufrieden, sondern unzufrieden. He was not happy, but sad. Er war nicht glücklich, sondern unglücklich. He was not friendly, but unfriendly. Er war nicht sympathisch, sondern unsympathisch. Er war nicht sympathisch.